Ja, und wieder bei Pokémon Platin Fairlock Challenge. Beim letzten Mal haben wir hier im Galaktik-Hauptquartier Cyrus besiegt. Fun Fact, es heißt nicht Galaktik-Hauptquartier, es heißt Galakti-Hauptquartier. Oh ja. Und wollen nun Selfe, Vesprit und Turbos hier befreien. Und dafür müssen wir mit dem Typen hier reden. Du bist nur hergekommen, um ein paar Pokémon zu retten? Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Wir Team Galaktik nehmen uns und was? Wir brauchen und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigung am See. Was? Ich hab dich nicht beleidigt. Du hast mich beleidigt, wenn dann. Ich kann nicht reden. Ich kann dich gar nicht beleidigen. Ah, sehr schön. Fängt mit Golbat an. 42. Ja, das ist okay, das Level. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich dann gegen das Doxycwack machen soll. Aber vielleicht hau ich ihm einfach erstmal mit Urio eine rein und gucke, wie viel Schaden er dann nimmt. Je nachdem, was er jetzt noch als zweites. Was hat er noch als drittes? Neben Toxiquack. Bronze! Wie viel Schaden mache ich dir? Mehr als die Hälfte? Ach, danke. Oh nein! And the horror begins. Ureo? Natürlich nicht. Alter. Du tötest dich ja schon fast selber. Na, immerhin. Die Sache ist, mit vollen KP hätte ich gesagt, okay. Ich überlebe sicher irgendwie den Angriff von Toxiquack. Jetzt wäre ich mir leider nicht mehr so sicher. Also wenn da jetzt eine Kampfattacke kommt, reißt die mich wahrscheinlich auseinander. Und deswegen packe ich Salmia rein. Und versuche die Kampfattacke abzufangen. Durchbruch, ja. So, Irrlicht. Ah, du hast eine Finte. Aber es ist nur eine Finte, es ist kein Nachthieb. Mehr als die Hälfte. Was? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Sache ist, du brennst jetzt. Das heißt, du kannst mir jetzt nicht mehr so viel Schaden machen. Die Hälfte von dem eben. Ja. Nerven wir einfach mal ein kleines bisschen. Sind wir einfach so ein Assi? Verwirrung, Verbrennung. Okay, das heißt, du greifst aktuell mit Finte an. Ich glaube... Ja, komm, hol mir Phosphorus direkt rein. Und hau ihm einen Flammenwurf ins Gesicht. Er muss eh erstmal durch die Verwirrung kommen. Aber er ist auch ein NPC, er kommt überall durch. Und mit allem durch. Aber gut. Ich glaube, dadurch, dass er jetzt verbrannt ist, ist der Kampf auf jeden Fall... gutes Stückchen angenehmer. Ach, das ist auch noch eine Beere. Übrigens, die Verbrennung und die Verwirrung sind auch keine Hex, das ist nämlich der Effekt der Attacke. Ich weiß, die meisten wissen das mittlerweile, aber so ab und zu denke ich mir, vielleicht ist noch jemand dabei, der sich da mit den Regeln nicht so vertraut ist und deswegen muss ich erstmal vergiftet werden. Sage ich das hier und da noch einmal. Na gut, aber dann sollte das jetzt... Bevor der mir irgendwie plötzlich hier mit Tiefschlag oder sowas ankommt, haue ich ihm erstmal ein Turbo-Tempo ins Gesicht. Die Attacke, die unglaublich lahm ist, dafür, dass sie Turbo-Tempo heißt. So. Okay. Und Level 43 auch noch. Donnerblitz, Schwachwelle ist schon praktisch, dass sie immer trifft, ne? Das ist eher physisch. Na komm mal ehrlich, mach nie Lichtschild. Ich nehme Donnerblitz und Donnerschlag als wirklich Attacken zum Angreifen mit rein und das andere ist einfach nur Horrorblick. Nee, brauche ich nicht. Und der
Schockwelle ist einfach nur so dafür da, falls ich mal wirklich was unbedingt treffen muss, was ich nicht mehr treffen lassen möchte. Aber wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich die nächste Attacke, die ich wegmachen würde. Ach, warum bist du nur so stark? Okay, mach mir diesen Pokémon auch drauf, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der Typ da auch noch irgendwie plötzlich kämpfen möchte. Ich heile mal zur Sicherheit mal meine Pokémon. Zumindest so ein bisschen. Ich glaube zwar nicht, dass er kämpfen möchte. Möchte Charon überhaupt irgendwann mal gegen uns kämpfen? Bin mir auch noch nicht mal wirklich sicher. Aber zur Not habe ich jetzt ein paar KP. Ja. Ich habe den Knopf gedrückt. Und tschüss. Unser Boss schuf eine rote Kette aus Kristallen, die er den drei Pokémon abnahm. Er benötigt diese rote Kette, um etwas an den Kraterberg zu ketten. Und es scheint, dass er sie auch braucht, um etwas zu erschaffen. Mehr weiß ich nicht. Wer weiß schon, was da oben eigentlich vorhat. Saturn selbst und Cyrus scheitern an einem Kind. Situation bei Team Galactic ist überaus besorgniserregend. Ach, Cyrus' Plan da oben am Kraterberg ist ja nicht ganz unproblematisch. Ob er überhaupt funktionieren wird, ist fraglich. Man sollte eine völlig andere Lösung in Betracht ziehen. Eine, die Charons Genie angemessen ist. Wenn du meinst. Ich gehe dann mal. Forscher sind auch jetzt mittlerweile alle weg. Na, wenn die meinen. Na gut, dann können wir jetzt hier auch gehen. Und sind in Schleierde erstmal fertig. Die Sache ist, brauche ich Zertrümmerer da oben am Berg? Wie kam ich da überhaupt nochmal hin? Durch den südlichen Teil, ne? Ja, doch, durch den südlichen Teil des Kraterbergs. Ich fliege aber trotzdem nochmal kurz nach Elysis. Ich meine, da war auch noch irgendwas, was ich mir mit Kraxler holen konnte. Und bevor ich das jetzt irgendwie für später noch vergesse, mache ich das jetzt eben schnell. Ansonsten, ich glaube, schnellster Weg wäre wahrscheinlich einfach durch Herzhofen, dann nach links. Auch sicher noch ein paar Kraxler-Sachen, die ich noch holen kann. Boah. Mal gucken. Und dann geht's aber auf den Craterberg. Ich hoffe, dass er einfach das Cyrus beim nächsten Auftritt keinen Nachtnebel mehr hat. Das wäre schon praktisch. So schön, dass alle Neulinge jetzt schon mal 43 sind und unsere beiden hier nicht. Also unsere beiden Altlinge. Was mir gerade einfällt, gibt der Typ einem hier oben nicht sogar, je nachdem, was von der Tageszeit mal kommt, verschiedene Gläser? Ja, ein Schattenglas. Boah. Ich habe auf ein Schlauglas gehofft. Weil das auch relativ gut ist. Aber, naja. So. Natürlich brauche ich den Zertrümmerer. Okay. Wer hat Platz für Zertrümmerer? Hat Flora nicht schon Stärke? Gent hat aber zu gute Attacken und Salmir eigentlich auch. Und du hast schon den Kraxler. Na komm. Was hast du sonst noch drauf? Ach, die Gewissheit. Ich eigentlich schon gerne noch behalten. Ja, dann würde ich sagen, ist jetzt die Zeit gekommen, wo ich mich von der Schockwelle mal verabschiede. War schön mit dir, Schockwelle. Weißt du nicht auch noch Stärke? Ne, Fußkick war das. Benutze ich ja prinzipiell eigentlich auch nie. Ne? Da komm. Was soll's? Nur mal kurz einmal die Attacken umändern. So. Okay. Gucken wir doch mal. Ich werde wahrscheinlich eh dann auch Zertrümmerer gebraucht haben, dann im Kraxler. Kraxlerberg? Kraterberg. Man muss viel Kraxler drin einsetzen, also ist vielleicht auch ein Kraxlerberg. So, hat sich's gelohnt? Ja, hat es sich. Auf jeden Fall. Gute Psychokinese. Dann laden wir noch runter nach Herzhofen. Dann ist, glaube ich, nämlich auch noch irgendwo ein Item, was wir bekommen können per Kraxler. Und dann können wir auch direkt in den Kraterberg auch rein. Ist eigentlich eine Kirche hier? Ja, das ist eine Kirche.
Was mir mal in den Sinn kam, so, ich weiß jetzt nicht wann, aber schon ein bisschen länger, sind eigentlich alle Kirchen in allen Videospielen eigentlich immer katholisch? Weil man weiß ja, katholische Kirchen sind eher so diese großen, prunkvollen Kirchen, während jetzt evangelische eher so dezenter sind, ne? Und ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, einfach jede Kirche, die man in so einem Videospiel sieht, ist immer eher richtig prunkvoll und alles. Und deswegen würde ich behaupten, einfach mal jede Kirche in jedem Videospiel ist einfach immer katholisch, oder? Falls ihr ein paar Gegenbeispiele habt, nehme ich die auch sehr, sehr gerne, aber wenn ich so spontan drüber nachdenke, würde ich sagen, ist einfach fast alles katholisch. Was soll uns das jetzt sagen? Hi. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich in den Trainerkampf reinfliege, wenn ich hier hochkraxle. Dann komme ich direkt mit einem Georock an. Boah! Ja, das ist... Das könnte potenziell ein Problem werden, wenn ihr jetzt mit Gesteinsattacken kommt. Mach einfach ein Erdbeben oder so. Erdbeben wäre jetzt genial. Oxygen. Please survive. Natürlich. Natürlich nicht. Wow. 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 Mir fehlen die Worte. Einfach nur wow. Spiel, bitte. War das jetzt so nötig? Mit deinem Georock hinzusetzen, was sofort in der ersten Runde sich erstmal in die Luft sprengt. Und mein Pilippa auseinanderreißt. Ich bin dafür sonst nichts anderes hier hochgekommen. Ich bin hier hochgekommen, damit mein Pilippa sterben kann. Das hätte alles einsetzen können. Gesteinsattacken wären wahrscheinlich auch ziemlich schlimm gewesen, aber wäre auch vielleicht doch okay. Aber Erdbeben. Oh nein. Erstmal Explosion. Ja. Dann brauche ich jetzt ein neues Surfer und ein neues Fliegen-Pokémon. Ich glaube, beides in Kombination habe ich in der Form auch nicht. Ich wüsste jetzt gerade nicht spontan, was ich mir auf der Box habe, was beides könnte. Außer ein Polion kann fliegen. Kann ein Polion fliegen lernen? Ich glaube nicht. Das war schon ziemlich scheiße. Mandax hat, glaube ich, aber auch kein Fliegen, oder? Turtok sowieso nicht. Ich überlege mir mal, was ich jetzt, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen was herumwechsle, damit ich da Fliegen und Surfer wieder im Team habe. Kurzer Schnitt. So, da sind wir auch wieder zurück mit Natrimo und Azido im Team. Natrimo für Surfer halt vor allem, Azido für Fliegen. Ich habe alle auf 44 trainiert, in Anbetracht dessen, was uns da gleich noch erwarten wird in dem da oben. Natrimo ist hitzig, hat einen verdammt guten Spezialangriff und hat sogar schon Hydropuppe und Borschnabel. Ich habe es nämlich als Plinferbiss 43 so gelassen, damit er auf 39 den Borschnabel und auf 43 die Hydropumpe noch lernt. Einfach nochmal richtig starke Attacken nochmal zu haben. Und Azido hat eigentlich nichts Neues, außer sein Schattenglas. Stell dich einfach vor, wie das Ibitak jetzt mit Sonnenbrille hier rumläuft. Jo. Ja, so im Nachhinein betrachtet wäre wahrscheinlich wirklich einfach schlauer gewesen. Ich hätte einfach Zwiffenst, eben gerade wegen der potenziellen Explosion, einfach in das Georock reingewechselt. Nach dem Motto, hey, es würde wahrscheinlich von allem nicht gerade viel Schaden nehmen. Aber naja, solche Ideen kommen einem auch natürlich erst im Nachhinein. Ich habe mir überlegt, ob ich irgendwie Impoleon vielleicht noch irgendwas Cooles beibringe, aber... Boah, ich denke mal, es hat jetzt Bohrschnabel und einen Surfer und eine Hydropumpe, also sollte es damit eigentlich gut reinhauen können. So, dann wollen wir mal
Ist eigentlich da hinten rechts noch was versteckt? Bin mal gespannt, wie gut sich Natrimu jetzt macht als neues Pokémon im Team. Funkelstein. Oh ja. Das ist sogar das, was man für Togekiss vielleicht sogar braucht. Bin mir nicht sicher, aber das kann gut sein. Ich packe auf einmal Natrimu nach vorne, damit wir als nächstes Mal mit ihm kämpfen. Azilu kennen wir ja schon. Steht zwar leider auch auf 2 Strikes schon, also auch gefährdet, sag ich mal, aber im Idealfall muss ich ihn einfach nicht einsetzen, weil wir haben jetzt für Flugattacken ja auch Natrimu. Von daher gucken wir einfach mal. So, nicht runterfallen. Auflockern kann Azilu übrigens ja auch noch, habe ich dann noch gesehen. Also falls wir irgendwie hier oben wieder auflockern bräuchten, haben wir es auf jeden Fall dabei. Pokémon fangen hier drin können wir nicht. Hatten wir ja schon. Jetzt haben wir den Kraterberg wirklich einfach als ein Gebiet komplett gezählt. Wobei man da wirklich teilweise, so gerade bei so einem Riesengebiet wie Kraterberg, es vielleicht auch wirklich unterteilen können. Nach Motto, unterer Kraterberg, oberer Kraterberg. Ich habe kein Pokémon mit. Stimmt ja. Ich habe Grasaf rausgenommen. Ich habe kein Pokémon mit Stärke dabei. Ach ja, die vierte Gen. Die Gen der VMs. Ist das nicht schön? Natrimu, du hast eh noch eine Attacke frei. Ich habe übrigens gesehen, Natrimu kann in dieser Gen einfach mal jede VM außer Fliegen lernen. Ja gut, ist aber zerschneiden kann er ganz gut, surfen kann er gut. Stark ist er wohl anscheinend auch, zertrümmern kann er dementsprechend auch gut. Auflockern kann er mit seinen Flösselchen auch. Kraxeln kann er wohl auch und Wasserfälle besteigen kann er später auch. Also bestes VM-Opfer eigentlich. Und dann ist es potenziell euer Starter, der das beste VM-Opfer einfach ist. Ach ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das hätte man rein theoretisch sogar wirklich gut aufteilen können nach dem Motto Kraterberg unterer Teil, den man am Anfang erreicht, und Kraterberg oberer Teil, den man erst mit Kraxler erreicht. Steinhagel, ui. Schick. Aber naja, habe ich nicht gemacht. Regeln mittendrin zu ändern, vor allem zu seinem Gunsten, sowieso immer so ein bisschen. Kommt dann, glaube ich, ziemlich blöd rüber, wenn man Regeln einfach zu seinem Gunsten ändert. Und ich denke, wir haben auch so eigentlich noch ganz gut eine gute Menge an Pokémon. So, was ist jetzt hier hinten? Ach, Lebel. Schauen wir uns auch mal dieses Loch an, ne? Mein fachmännischer Spinner sagt mir, dass hier einst eine Wand mit einer Höhlenmalerei den Weg zur Spitze versperrte. Sie ist jetzt weg. Naja, sie liegt am Boden. So habe ich das erkannt. Sicher ist der meiner akademischen Beweisführung klar. Seitdem die drei Pokémon der Seen von diesem Team gefangen wurden, seitdem passiert gar Schreckliches. Auch mein überragendes Genie liefert keine weiteren Antworten. Ach, dieser Ursprung dieses Übels ist aber klar. Es ist Tyros von Team Galactic. In dem sind wir alle in diese Sache verstrickt. Wir müssen weiter. Aber tu dir nicht dem Geröll hier weh. Bin vorhin gestolpert. Sei ein guter Trainer. Beweise, dass du es in dir hast und schreite voran. Haha, es ist gut, dass du dich so entspannen kannst. Der Probe habe ich dich unterzogen, um zu zeigen, dass du mir überlegen bist. Verstehst du? Überlegen. Wenn auch mein Geist etwas schärfer sein mag. Auch die Commander sind mir überlegen. Und dieser Tyros. Ich komme an Team Galactic einfach nicht heran. Du musst es aufhalten, nur dir ist es möglich. Ich kann dir nur dies mitgeben. Vor langer Zeit gelang es während einer Untersuchung in meinen Besitz. Die schwarze Flöte. Okay. Bitte, halte Team Galactic auf. Hier geht's jetzt weiter. Kraterberg hoch. Dann will ich doch erst da unten. Oh ja, so ich ein paar Felder weiter nach links bewegt. Warte, ich glaube von hier aus ist. Oh ne, jetzt muss ich den Stein wieder verschieben, ne? Bleh. Egal. Ja, gucken wir uns eben hier unten nochmal draußen ein bisschen um. Ich glaube, es ist im Endeffekt auch wieder nur für Items, aber vielleicht finde ich da irgendwie was ziemlich Cooles oder so. Episches Item. Oder einen Timerball. Denn mit diesem Timerball werde ich nachher Giratina fangen. Oder so. Und Eisen. Denn mit diesem Eisen werde ich eine Attacke von Giratina standhalten. Ich denke mal, ich werde einfach bei Giratina einfach den Meisterball draufschmeißen und gut ist. Ob wir ihn dann auch verwenden? Weiß ich nicht. Eigentlich eher nicht. Weil das ja eher so ein total overpoweredes Legi ist. Und ich glaube, also ich kann es ja gerne fangen und als Trophäe in die Box packen. Aber wenn ich schon was verwenden würde, dann eher das Seetrio. Vielleicht hole ich mir von denen sogar eins oder so für die Liga. Hätte auch was. So ein Tobutz. Also Tobutz würde ich sogar noch am ehesten nehmen, weil das am offensivsten ist. Und
eigentlich auch mein Liebling von den dreien. Oh. Vielleicht. So, dann würde ich sagen, Team Galaktik. Weiter aufs Maul hauen. Und ich weiß, ich habe Team Galaktik schon sehr, sehr oft Team Plasma genannt. Aber das ist halt... Ich habe so eine Galaktik-Plasma-Schwäche. Kennt man doch. Passiert. Immer wieder. 43, ja gut, dass ich da ein bisschen höher trainiert habe. Na, treffe ich die erste Hydropumpe direkt? Nachdem ich hier meinen Nachthieb noch abkomme. Ja, sehr schön. Weiß nicht, ob die zwingend notwendig gewesen wäre, aber... Leicht. Ich kann gar nicht einschätzen, wie stark Natrimo eigentlich ist. Aber er kann auf jeden Fall eine Hydropumpe treffen. Und das ist gut. Also Empoleon an sich finde ich sogar ziemlich cool. Ich bin jetzt kein großer Plinfer-Fan. Hauptsächlich ist der Anime dran schuld, dass ich kein Plinfer-Fan bin. Weil Plinfer, 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 Plinfer. Nervt. Aber Empoleon ist schon cool. Hat schon, Achtung, schlechter Wortwitz incoming, Empoleon hat schon ziemlich viel Stil. Lasst es mal auf euch einwirken. Wie schlecht dieser Wortwitz einfach war. Ja. Ich bin großer Fan von Stahl-Pokémon und dementsprechend... Ich finde auch Wasserstahl ist eine sehr coole Kombi. Überleg gerade andere Wasserstahl-Pokémon. Gibt's da noch welche? So ganz spontan fällt mir ehrlich gesagt gerade keines. Es gibt sicher irgendetwas und ich vergesse es einfach gerade nur. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich gibt es einfach keins und ich denke gerade einfach blöd nach. Oder es gibt eins und ich vergesse es einfach. Jedenfalls, Wasserstahl ist schon ein geiler Typ. Und deswegen finde ich auch Empoleon auch ziemlich cool. Panferno ist natürlich nochmal einen kleinen Tacken geiler von den Startern hier. Und Shelterra ist eigentlich auch schon auch nicht schlecht, ja. Aber... Ich glaube, das ist sogar eine Gen, da mag ich alle drei Starter doch sehr. Weil in der ersten Gen bin ich jetzt nicht so... Ja, wobei erste Gen ist eigentlich auch ziemlich gut verteilt. Ah, doch. Erste Gen ist auch sehr. Zweite, da mag ich Meganie nicht. In der dritten bin ich kein so großer Fan von Logok. Gut, vierte wieder alle. In der fünften bin ich kein so großer Fan von Serpiroyal. In der sechsten bin ich gar kein Fan von Phenexis. Und siebte ist eigentlich, glaube ich, auch wieder cool. Na, Primarine hängt da so ein bisschen mehr zurück. Da bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von. Aber, also erste, vierte und... Was habe ich jetzt gesagt noch? Ja doch, erste und vierte da eigentlich nur. Da finde ich alle Starter... cool. In ihren Endentwicklungen natürlich nur. Wenn wir nach Zwischenentwicklungen noch gehen würden, würde ich die aus der vierten am hässlichsten finden, weil die alle richtig hässlich sind. Ich glaube, es sind Sternstücken. Die kann ich ja nachher auch wieder zum... Kann ich irgendwo runter eigentlich? Sternstücke kann ich ja nachher alle wieder zum Dingens bringen. Zur Feuerio-Hütte, um mir dann noch mehr Stücke zu holen, um dann erst recht da ein paar Attackenlehrer-Attacken zu bekommen. Joa. Ich weiß übrigens durch den Schnitt jetzt gar nicht, wie lang die Folge jetzt im Endeffekt eigentlich ist. Dementsprechend würde ich sagen, ich prügel noch mich hier durch die Höhle durch, je nachdem wie viel die Pokémon die haben und dann war's das für diesen Part. Also ich glaube, der Schnitt ging ungefähr 10 Minuten. Knapp. Das heißt, wir sind jetzt bei ungefähr 20 Minuten. Knapp. Glaube ich. Dementsprechend, ich glaube, wenn wir die Höhle eben noch durchrocken, sollte das passen. Ja. Überleg gerade, hat unser Rivale nicht auch ein Empoleon? Ja, ne? Ich glaube schon, dann können wir doppelt Empoleon-Action nachher machen. Beim Doppelkampf. Also, dass ich Sachen hier vorwegnehme, ich glaube, das muss mir jetzt... Da sollte mir, glaube ich, keiner böse sein, weil wir haben... Ich glaube, alle kennen hier
den Stuff. Jeder kennt den Stuff. Ob so eine Stahl-Monolok cool wäre? Jetzt muss ich drüber nachdenken, war so ganz random. Das ist eine gute Frage, so eine Stahl-Monolok? So Monotype-Challenge? Eigentlich sind ja Stahl-Pokémon ziemlich mächtig, sage ich mal. Gerade einfach defensiv gesehen, aber wäre das spannend? Die Frage ist dann auch, in welcher Gen? Man will sie natürlich auch nicht zu einfach machen. Huh. Also ich kann mal so ein bisschen von Plänen, die ich so im Kopf hatte, mal berichten. Also ich hatte mir überlegt, mal eine Käfer-Monolog zu machen. Weil ich mir dachte, das könnte so gerade in Höhen doch cool werden. Und auch halbwegs, nicht halbwegs, aber schon auch ordentlich schwer. So gerade am Anfang. Erste Arena Gestein. Dann nochmal eine Feuerarena, dann nochmal eine Flugarena. Also ich glaube, das könnte schon eine gute Herausforderung sein. Und mit Stahl? Weiß nicht. Wäre vielleicht cool. Überlege ich mir mal. Ihr könnt mir ja gerne sagen, ob ihr finden würdet, ob so eine Stahl-Monolog schon cool wäre oder viel zu einfach. Eurer Meinung nach. Ich glaube, da hätte ich sogar Lust drauf. Aber wir müssen es vielleicht so auch eingrenzen, weil viele Pokémon werden ja auch erst später zu Stahl-Pokémon. Ob man da vielleicht nur Pokémon reinnimmt, die auch durchgehend Stahl sind. Sonst hat man da, glaube ich, teilweise lange Pokémon, die gar keine Stahl-Pokémon sind, aber dann trotzdem gut reinhauen. Ja. Kann man sich ja mal überlegen. So, ich gucke gerade noch. Ich glaube, hier ist noch ein verstecktes Item. Ein Mondstein. Kann man auch mal gut gebrauchen. Und ansonsten ist da eine Höhle. Oh. Gegen den wollte ich gar nicht kämpfen, aber gut. Eigentlich wollte ich nur gucken, was hier eigentlich... Ist das nicht die Höhle von... Reggie... Irgendwas? Irgendein Reggie? Zur Not den Nintendo Reggie? Ich weiß es nicht. Also rein der Statistik her müsste jetzt diese Hydropumpe daneben gehen. Aber nein. Natrimo denkt sich, 5 Hydropumpen, 5 Treffer. Das ist die Macht der Starter. Wenn ich da so an Ether in der 7. Arena denke, wie Schneemantel im Hagel, 2 Doppelteams. Pff, als ob. Ich habe einen Flammsturm, Bitch. Na gut, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.